geschaffene primäre Verantwortung hat, die Menschenrechte, menschliche Würde und Sicherheit, menschliche Sicherheit seiner Staatsbürger zu gewähren. Aber wenn der Staat versagt, dann hat die internationale Gemeinschaft diese Verantwortung zu schützen. Und das hat bedeutet, dass in Wirklichkeit die, wenn man so will, die Souveränität des Menschen heute schon mehr wiegt als die Souveränität von Staaten. Und das reicht hinein in diese Geschichte der Allianz der Zivilisationen.